Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal vorab, unsere Kamera ist von der Reparatur wieder da. René hat endlich seine eigene Kamera wieder. Wir hoffen, dass die Fehler jetzt weg sind. Garantieren können wir es nicht. Es wurde zwar die Platine neu gemacht, aber wir hatten tatsächlich selbst mit der zweiten Kamera auch Fehler. Viele haben gesagt, Speichermedium hatten wir auch natürlich getauscht. Lassen wir uns mal überraschen. Mal gucken, vielleicht sind ja beide Kameras kaputt. Wir werden es auf jeden Fall feststellen. So, wir sind heute bei Philipp Westwood. Hi. Das heißt, es kann eigentlich nur um Thematik Getriebe gehen und genau darum geht es auch. Wir machen mit unserem Abarth auf der Rennstrecke weiter. Genau. So, nun waren wir im letzten Video an einen Punkt gekommen, wo wir schon mit 2 Minuten 6, glaube ich, recht flott unterwegs sind. Auf jeden Fall. Ich habe es ja im Vergleich getestet. Ich war ja auch da und 2 Minuten 6 mit so einem Abarth muss man, glaube ich, erstmal schaffen. Gerade auch, wenn das Ding in Anführungsstrichen nur 165, vielleicht sind es mittlerweile 170, vielleicht auch 175 PS, ne? Das ist ja wirklich immer noch keine Leistung, ne? Ja, vor allem, du hast halt wirklich auch Stellen, die echt steil berghoch gehen, wie hier Mausefalle raus oder so, wo Leistung ja auch wirklich nochmal was ausmacht, ne? Klar, ein paar technische Stellen, aber viel wo du schon ein bisschen Leistung brauchen kannst. So, das heißt, nun war es ja wieder an der Frage, weil wir wollen ja diese Videoreihe möglichst sinnvoll machen und nicht einfach wie sonst einfach sinnlos drauf los, alles was geht bauen, sondern nee, wir wollen uns in Nuancen verbessern. Es ist ja nie deine Art, einfach alles zu machen. Ne? Genau. Normalerweise würde ich das auch anders machen, aber nein, wir wollen das genau so machen, dass man wirklich sagen kann, das und das und das hat was gebracht. Und genau so können wir jetzt gerade halt sagen, Unterschied Straßenreifen zu Semi ist schon brutal. Definitiv. Ziel, ne? Ja. Ist definitiv krass. Und genauso können wir auch sagen, ein normaler Sitz zu eine Pole Position auf der Rennstrecke sind halt einfach auch Welten, ne? Vom du sitzt vom halt besser, Fahrgefühl her. Du hast auch mehr Kontrolle über das Auto, klar. Das definitiv. So, das heißt, wir mussten uns jetzt überlegen, wo wir einsteigen mit der nächsten Folge. Das heißt, in dieser Folge werdet ihr 2 Sachen sehen. Ein Punkt, den seht ihr später, ist, wir machen an der Thematik Downpipe weiter, weil die war immer noch original. Da geht natürlich schon noch ein bisschen was. Und genauso haben wir uns überlegt, wir brauchen, beziehungsweise das ist mir dann extrem aufgefallen, bisher war ich immer gefahren mit TTC an. Merkt man auch tatsächlich brutal. Deswegen waren auch die Bremsbeläge vorne so schnell verschlissen. Kannst du TTC noch einmal erklären, für die, die es nicht wissen? TTC ist theoretisch die Differentialsperre von Fiat bzw. Abarth ab Werk, die elektronisch funktioniert. Das heißt, der erkennt vorne, wenn ein Rad durchdreht, und bremst wirklich das Rad in dem Moment über die Bremse ein. Okay. Das heißt, ich habe meinetwegen 170 PS, die eigentlich an der Vorderachse reißen, wovon 30 erstmal wieder in der Bremse wieder eingefangen werden. Mhm. Wenn so. Die 30 reichen. Wenn es nicht sogar mehr ist. Ja. So, und selbst mit den Semis auf Temperatur waren, man hört das, wenn ihr euch jetzt rückwirkend das Video nochmal anguckt, in der Fast Lap, schwer zu sagen, aber ich sage in Summe 3-4 Sekunden hat es schon durchgedreht. Das heißt jetzt nicht, dass wir 3-4 Sekunden schneller sind. Und das ist ja nur das, was du gemerkt hast. Genau. Was durchgedreht hat, ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir 3-4 Sekunden schneller sind. Aber ich bin der Meinung, dass wir den nächsten großen Sprung auf jeden Fall mit einer Sperre machen. Auf der Vorderachse. Man darf halt auch nicht vergessen, selbst mit der Sperre, das ist ja nicht so, als würdest du gar nicht mehr durchdrehen, sondern das dreht halt schon durch, aber dann halt eher mal beide Räder. Es kann aber auch wirklich selber mit einer Sperre mal passieren, dass wirklich nur ein Rad gerade ein bisschen durchdreht. Weil die ist ja nicht 100% zu, die verteilt ja auch nur in Anführungsstrichen. Und genau deswegen sind wir hier. In unser Arbeitgetriebe kommt jetzt eine Sperre rein. So, diese Sperre ist natürlich von der Firma Drexler. Ich habe ja schon öfter mal von Drexler geschwärmt. Noch haben wir relativ wenig gemacht, das kommt jetzt aber. Weil wir werden auch Drexler besuchen. Wegen Diff hinten, Limo vorne hinten und so weiter. Da freue ich mich schon drauf. Deswegen werden wir da jetzt noch nicht zu detailliert drauf eingehen, sondern sag einfach mal ein paar Worte zu der Sperre, die wir von Drexler jetzt hier haben. Also grundsätzlich ist das auch eine Lamellensperre, wie das, was wir in Anführungsstrichen bei Marius eingebaut haben. Eine sehr hochwertige Lamellensperre und halt ein deutsches Produkt. Und daher, man weiß bei Drexler eigentlich immer, das funktioniert, was die anliefern. Wir ändern die Setups hier und da noch ein bisschen, um das anzupassen auf den jeweiligen Fahrstil. Aber das ist grundsätzlich schon immer eine gute Ausgangsbasis, die halt auch viel, viel Spielraum erlaubt. Da ist immer viel Platz drin, schön zu Ende konstruiert. Das ist eigentlich schon immer was Schönes. Lamellensperre heißt, wenn wir uns jetzt das Original-Diff angucken, ist das einfach nur offen. Das heißt, linke Rad, rechte Rad, hier drin ist keine Sperrwirkung, sondern einfach nur eine... Da ist gar nichts drin, was das jetzt bremsen würde oder so. Und in der Lamellensperre, da sind halt Reibscheiben drin. Mhm. Ich meine, ich habe die jetzt gerade nur ein bisschen größer hier, aber da sieht man das ganz gut. Du hast halt einmal so ein Reibmaterial und einmal einen Gegenpartner. Das reibt dann aufeinander und durch diese Reibung dazwischen entsteht halt die Sperrwirkung am Ende. Das heißt, einfach nur die linke und rechte Seite ist jetzt übertrieben gesagt über diese Kupplung, so sage ich jetzt einfach mal, verbunden. Und die hat eine gewisse Vorspannung. Die hat
hat eine gewisse Vorspannung, kann auch keine Vorspannung haben. Das kommt immer auf den Einsatzzweck an. Zum Beispiel bei Rundstreckenautos mit Slicks macht man das oft auch ohne Vorspannung. Ah, okay. Und dann ist in der auf der anderen Seite nochmal so ein Druckstück. Das erzeugt dann dynamisch in dem Moment halt diese Vorspannung da drauf. Ah, okay, das heißt, ich verstehe es richtig, sie ist nicht nur vorgespannt und sperrt dadurch, sondern im Fall, wenn es dreht, wird sie noch weiter vorgespannt. Genau, dann erzeugt diese, durch die Verdrehung da drinne wird Druck erzeugt und dann, man sieht das hier mit den Achsen, die liegen da in so einem Druckstück drinne und wenn die sich verdrehen, drücken sich die Druckstücke auseinander und erzeugen mehr Druck auf die Lamellenpaarung. Über diese Rampe da. Genau, und das heißt auch nicht, dass jetzt auf jeder Seite hier ein Lamellenpaar liegt, sondern das gibt es mit einem pro Seite, mit zwei, drei, vier, acht, wie auch immer. Und jetzt sehe ich hier sofort, dass diese Rampe nicht in beide Richtungen gleich ist. Genau. Ist einmal steiler, einmal flacher. Das ist dann im Zug und im Schubbetrieb, also beim Bremsen und beim Gas geben. Ah, okay. Das heißt, die Lamellensperre ist sogar tatsächlich so, angenommen ich fahre auf eine Kurve zu, das linke Rad würde blockieren, dann würde die auch in dem Moment sperren. Die verteilt die selbst wenn du bremst, verteilt die Bremskraft auf das andere Rad mit. Das heißt, dein Bremsen wird auch oft sehr viel gleichmäßiger. Okay, also das ist wirklich jetzt ein Setup, wo ich ehrlich gesagt fast am gespanntesten bin, wie viel krasser das fährt. Weil ich glaube, jeder Frontantriebfahrer kennt es, jeder wünscht sich eigentlich eine Sperre. Keiner weiß so wirklich, ob es dann am Ende wirklich so krass viel bringt und so weiter. Ne? Das ist im Heckantriebbereich das Gleiche. Ich hatte heute wieder mit einem Kunden telefoniert, E92 M3, der fährt meine Sperre jetzt seit einem Jahr. Und der hat auch gesagt, er ist jetzt nochmal einen E92 ohne Sperre gefahren. Eigentlich viel, viel weiter gebautes Auto. Und es ist ihm direkt aufgefallen, dass er dieser Traktionsverlust da war. Bei und mir auch so. Die Stabilität. Aber ich bin mit dem TCR-Probe gefahren. Der hat auch original eine Sperre drin und es ist ein anderes Fahren. Ist klar, das, das ist klar, also... Für mich ist die Lamellensperre da, vor allem im Rennstreckenbereich, immer noch das Must-Have quasi. Aber egal welcher Sperrentyp, sobald man halt diese Kraftverteilung zwischen links und rechts ein bisschen dynamischer und schöner gestaltet hat, den Unterschied merkt man, das Auto fährt viel stabiler und ist auch beim Einlenken so schöner. Jetzt hattest du mich gefragt, was für Reifen ich fahre. Genau. Das ist relativ wichtig für die ganze Geschichte. Wenn du jetzt vor allem auch, wie viele Reibpaarungen sind da drinne. Wenn ich jetzt wirklich nur diese eine Reibpaarung da drinne habe und du fährst einen Slick da drauf, dann verbrennt dir das alles. Und dann hast du ganz schnell gar keine Sperrwirkung mehr. Und deswegen macht man dann mehr Lamellen rein, um halt diese ganzen Kräfte, die Kräfte werden ja viel größer, um die aufzunehmen. Okay. Und das Setup spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich jetzt ein Setup habe, was wirklich viel fordert, also wenn du... Ja, du hast jetzt im Schubbetrieb zum Beispiel viel Sperre und bremst dann an und gibst zu wenig Zwischengas beim Runterschalten, dann blockieren die Räder und du rutscht einfach. Mit einem Reifen, der viel mehr Grip übertragen kann, passiert dir das eher nicht. Mit einem Sommerreifen oder einem Linglong-Reifen oder was auch immer, passiert es halt viel eher. Das heißt, gerade auch auf der Bremse, wenn man mal zum Beispiel um die Kurve bremst und somit eh verschiedene Drehzahlen links, rechts hat, ne? Auch tatsächlich ohne Bremse. Also du lenkst in die Kurve ein und denkst dir, ah, ich will doch noch einen Gang runter, vergisst das Zwischengas, dann kannst du dir beim Heckantrieb zum Beispiel auch schnell mal passieren, dass du dich drehst. Also ich bin wirklich gespannt auch, wie sich das so fährt, gerade mit Sperre jetzt, Kurvenausgang, man gibt Gas, wie krass das Ganze dann nach außen zieht, nach innen zieht, einfach das Lenkrad sich gerade hinstellen will und so, die ganzen Sachen. Das auf jeden Fall. Also wir haben die Erfahrung gemacht, das zieht dann dich doch eher sogar nach innen. Nach innen so, okay, also krass. Du erzeugst halt wirklich so viel Traktion, dass du halt eher diese Lenkbewegung umsetzen kannst, die du eigentlich schon nicht mehr umsetzen konntest vorher. Wir hatten ja eh schon so Probleme mit den Antriebswellen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ich könnte mir vorstellen, dass so eine krasse Sperre auch tendenziell die Wellen auch mehr fordert. Das leidet auf jeden Fall mehr, ja. Das auf jeden Fall. Also... Das ist ja wie mit allem, du verstärkst eine Stelle und dann kommen die nächsten Schwachpunkte raus. Ne? Also entweder verstärkt man halt von Anfang an alles oder man guckt halt, was hält nicht. Okay, das heißt, wir fassen zusammen, die Sperre muss auch immer zu dem jeweiligen Reifen passen, den man fährt? Es gibt so Grundsetups, die funktionieren eigentlich mit fast allem, aber wenn man wirklich so Richtung Maximum möchte, vor allem halt im Rennsportbereich, dann sollte man schon gucken, ist da ein ordentliches Fahrwerk drin, ist die Bremse groß, ist der Reifen, also es hat mit dem ganzen Fahrzeug zu tun. Also auch ein sehr weiches Auto reagiert anders wie ein Auto, wo jetzt eine Zelle drin ist und so. Das sind so ein bisschen Erfahrungswerte, die da reinspielen. Und wir bleiben jetzt erstmal bei Semislicks, noch kommen keine Slicks drauf. Genau, also das Setup, was da jetzt drauf ist, das könnte auch beides. Mit einem Slick verlierst du vielleicht so eine Nuance, ja. Aber das funktioniert mit einem Slick schon auch. Der Slick grillt die jetzt nicht. Ist die theoretisch noch einigermaßen straßentauglich oder ist sie dafür schon zu krass jetzt? Unangenehm auf der Straße bestimmt, aber schon noch straßentauglich. Unangenehm heißt in dem Fall, wenn du jetzt einparkst oder so und das vielleicht ein bisschen Schotter, dann rubbelt das halt schon mal. Oh. Und du hast halt ein paar Geräusche im Auto, die du mit einer, ich sag mal, humaneren Sperre vielleicht nicht hättest. Die Sperre von Marius in dem Golf von der Sperrwirkung her ist also weicher, ist offener.
Die ist tatsächlich relativ offen, was das angeht. Ja, die hat wenig Vorspannung. Soll ja eh noch geradeaus funktionieren. Ja, in dem Moment, wo er halt Gas gibt, gibt er so viel Kraft in diese Sperre rein, dann brauchen wir die Vorspannung gar nicht. Das ist ja eher für eine langsame Kurve oder so. Letzte Frage, auf der Bremse. Vermute ich, ist die Sperre vom Winkel her aber flacher, dass sie nicht ganz so stark zumacht. Andersrum. Steil. Andersrum so. Desto steiler der Winkel, desto weniger macht die zu. Achse möchte sich ja da hocharbeiten und desto steiler der Winkel ist, desto schwerer ist es für die Achse hochzuklettern. Desto flacher der Winkel ist, desto einfacher kann die Druck aufbauen. Das ist ganz genau andersrum. Okay. Aber es war theoretisch richtig, dass sie auf der Bremse nicht so stark zumacht. Genau. Okay. Tja, soviel schon mal zum Thema Sperre. Ich bin wirklich gespannt, was da geht. Jetzt haben wir passend dazu einmal ein Getriebe zerlegt. Das ist nicht das Getriebe, was da drin war. Ich bin erschrocken, wie massiv das doch schon ist. Ich hätte ehrlich gesagt für den kleinen Motor gedacht, dass das alles deutlich filigraner noch ist. Ja gut, wenn wir das mal vergleichen mit Marius 02A zum Beispiel, das ist vom Aufbau und von der Größe her sehr, sehr, sehr ähnlich. Und die gab es ja auch mit irgendwie 90 PS oder sowas. Also da hat man schon das Einzige, was wirklich ganz, ganz witzig ist, ist echt die Eingangswelle, weil die ist echt plötzlich. Also das ist schon ein bisschen süß. Aber 02A ist auch nicht so viel. Ist auch nicht viel größer. Nee, so viel ist auch nicht. Okay, auch vom Aufbau her ist es eigentlich ähnlich, vier Gänge, da kommt Gehäuse drauf, der fünfte Gang oben drauf, sitzt oben drauf. Zwei Wellen, fünf Gang. Heißt, kann man theoretisch eine Rennstrecke schnell mal durch den Deckel kürzer und länger machen? Fünften Gang tauschen geht, ja, der Rest wird ein bisschen anstrengender, aber... Kann man da ölversorgungsmäßig hier irgendwas ändern oder sagst du, passt alles so genau so lassen? Wir können natürlich hier noch ein paar Ölbohrungen setzen, damit das Öl noch mal ein bisschen eher da hinten reinläuft. Ich habe mich aber ein bisschen schlau gemacht auch über die Fiat-Geschichte und eigentlich ist das gar nicht so das Problem bei den Getrieben. Und eigentlich sieht der fünfte Gang auch noch erstaunlich gut aus, ne? Der fünfte Gang selber sieht erstaunlich gut aus. Da hat nur einer beim Schalten, glaube ich, ein paar Mal die Kupplung vergessen. Ja. Soll für so den... Soll ein bisschen für den wie die Fall Zähne schon verrundet sind. Ja, so, sehr cool. Wenn wir das Getriebe natürlich schon mal raus haben, kommt auch gleich als Vorsorge eine andere Kupplung rein. Weil es ist tatsächlich immer noch die Serienkupplung in dem Auto drin, die wurde noch nie gemacht. Mich wundert es eh, dass sie noch nicht rutscht und so weiter. Die hat halt schon ein paar Kilometer. Und da kommt jetzt der Helmut ins Spiel. Firma G-Tech ist ja schon so, was die Abarths angeht, glaube ich schon so einer der... In der Fiat-Szene auf jeden Fall super bekannt. Einer der Platzhirsche und der hat mir tatsächlich, weil der hat das mitbekommen, dass wir gerade das Getriebe ausbauen, der hat mir hier so einen Prototypen geschickt. Und zwar bauen die jetzt tatsächlich für den Abarth auch eine Zweischeibenkupplung. Da kenne ich noch zwei, drei Leute, die da auch Interesse dran haben, glaube ich. So, das heißt, spezielles Schwungrad, mehrteilig, man kann die Reibfläche sogar tauschen. Dann kommen zwei Scheiben. Was ich extrem cool finde, ist, dass das ein Sinterbelag kreisrund ist. Deswegen soll das noch einigermaßen straßentauglich am Ende fahren und nicht zu krass rubbeln. Und halt eine Druckplatte. Weiter kenne ich mich da jetzt auch noch nicht aus, aber ich vermute, hoffe, dass wir in der Laufzeit des Abarths auf jeden Fall einmal um die Firma G-Tech nicht drüber rumkommen und da auf jeden Fall auch einmal vorbeifahren und dann kann man auf jeden Fall mehr zu sagen. Ne? Ich glaube, das könnte interessant werden. Fakt ist, das ist auf jeden Fall eine Kupplung, mit der haben wir erstmal Ruhe. Ich würde jetzt aus Erfahrung sagen, dass diese Kupplung garantiert 500 Newtonmeter kann als Zweischeibenkupplung in dem Durchmesser, je nachdem wie stark die Druckplatte ist. Das heißt, egal wo wir leistungsmäßig hinwollen, die wird das erstmal können. Weißt du, also, wie viele Newton da jetzt aktuell wirken? Wenn ich in den letzten Videos aufgepasst hätte, dann könnte ich es dir sofort sagen. ich meine, es waren 300. Okay. Ich meine, man sagt so mit dem Original-Turbolader Faustformel 300. So, also wenn wir da in Richtung 500 kommen, wird die Vorderachse und die Antriebswellen so dermaßen überfordert sein. Ich denke auch, dass halt irgendwann wird es halt anfangen, dass hier Gänge abreißen. Ja. Aber was halt geil ist an der Zweischeibenkupplung und als Sinter, gerade für die Rennstrecke, die trennen halt extrem schön und schnell. Ne? Das ist natürlich vom Anfang her immer ein bisschen rubbeliger, aber es ist halt richtig schön beim Schalten. Man tritt rein und man merkt halt sofort, wie es einfach trennt. Die Frage ist ja am Ende wirklich, willst du anfahren mit dem Auto oder willst du schnell fahren mit dem Auto? Genau. Das ist ja der Komfortfaktor, den ich bei der Sperre angesprochen habe. Du verlierst halt irgendwann Komfort und Fahrbarkeit für die Extrembelastung. Ja. Tja, so, okay, das heißt, du guckst jetzt einmal noch das Getriebe durch, machst die Sperre da erstmal rein. Genau. Wir testen das Ganze mal.
Was auf jeden Fall cool wird, ist, wir können sie theoretisch also noch krasser machen, wenn wir wollen. Wir können sie krasser machen, wir können sie weicher machen, weil das ist, hat auch mit deinem Fahrstil zu tun. Ne? Mhm. Je nachdem, wie rund oder wie spitz du fährst, muss man beim Setup halt auch gucken. Das heißt, nicht unbedingt ein super krasses Sperren-Setup macht dich jetzt schnell, sondern wenn du halt der Fahrer bist, der das gar nicht so ausfährt, bringt es dir auch wieder gar nichts. Da muss man, das sind so ein paar Fragen, die da mal im Raum stehen, die vorher geklärt werden müssen, ja, wenn das wirklich in diesen Rennsportbereich geht. Wenn es jetzt eine Straßensperre ist, ist wieder was anderes. Das soll sicher funktionieren, ordentlich funktionieren und standfest sein. Ja. Aber gibt es da so ein Mittelmaß, dass man sagt, das Ding funktioniert auf der Rennstrecke, aber auch genauso gut im Alltag? Wir haben da für viele Sachen so ein Mischmasch-Setup, da hat man dann was im Alltag gut funktioniert und auf der Rennstrecke auch schon sehr gut funktioniert, aber die letzten 2, 3, 4, 5, 10% oder so, die holst du mit so einem Setup halt nicht raus, dafür behältst du Komfort, also das ist immer dann doch so ein Kompromiss, aber das ist ja wie mit dem Rennbremsbelag, desto spitzer der wird, desto mehr quietscht der und desto unangenehmer bremst das vielleicht, aber dafür funktioniert es auf der Rennstrecke gut, es gibt aber auch Beläge, die können beides und so ist es bei der Sperre halt auch. In der Sperre gibt es ja auch dann Sinterbeläge und alles. Muss ich sagen, funktioniert mit den Molybdänbelägen aber super und ist dann ein bisschen sanfter. Und wenn du das Auto zu spitz aufbaust, dann wird es ja nur schwerer zu fahren. Du hast also viel zu tun mit dem Auto selber und nimmst dir halt die Konzentration fürs sauber und schnell fahren. Also es ist auch nicht immer, desto spitzer, desto besser bei dem Auto. Was würdest du sagen, was schaffe ich an Zeit mit einer Sperre zu holen auf der Rennstrecke? Na gut, es kommt dann auf die Rennstrecke an. Also ich sage jetzt mal auf das Auto, Bilsterberg 2 Minuten 6, wir würden jetzt wirklich nur die Sperre machen? Also Richtung 2 Minuten ist schon machbar, wenn du die Sperre gut nutzt. Aber meinst du echt so viel? So viel ist schon machbar, wenn du wirklich einen Fahrer hast, der dann wirklich auf der Sperre viel fährt. Also ne? Wenn wir in diesem Video noch 2 Minuten fahren, dann steige ich im Ballmantel aus dem Auto aus. Nee, also... Wenn bist auch nur du schuld und nicht die Sperre. Aber das wär schon wirklich krass. Also ich würde mich damit zufrieden geben, wenn es 1 bis 2 Sekunden sind. Die wirst du auf jeden Fall finden. So, weil das andere wäre schon... Jetzt muss man auch dazu sagen, es ist ja noch ein relativ schwaches Fahrzeug. Weißt du, wenn wir jetzt von einem 400 PS Auto sprechen, wäre das vielleicht noch was anderes, aber... So. Okay. Ja, es ist aber halt auch viel Traktionsverlust, den du gar nicht so realisierst. Ja, ja klar. Den du wirklich erst im Vergleich halt wahrnimmst. Ja. Ne? Ich werde den Bademantel schon mal bestellen. Ja. Pink, habe ich gehört. Nee, weiß mit einem orangenen Nest muss er sein. Okay. Nein, okay, in diesem Sinne zurück nach Hannover und mal gucken, wie es weitergeht. So, und schon sind wir bei Benny in Holtensen. Jetzt geht's endlich mal an die Abgasanlage von dem Ding, beziehungsweise erstmal den vorderen Teil. Hinten ist ja von GTEC ein Schalldämpfer drunter, der bleibt auch erstmal. Und heute kümmern wir uns rein erstmal um die Downpipe. So, beziehungsweise wir kümmern uns nicht drum, Benny hat sich schon drum gekümmert und hat aus dieser Original-Downpipe, was übrigens ein ganz schöner Klumpen ist, so, ne? Mit fettem Hitzeschutzblech, auch gut schwer, richtiger Keramik hat drin, ne? Einmal in wunderschön neu gebaut. Genau, gleich thermoisoliert. Eigentlich schade, dass es isoliert ist, weil es sah da drunter noch viel geiler aus, ne? Ja. Ja, aber ich finde, so sieht das richtig nach Leistung aus. Weil Benny hat hier extra so nochmal einen Einschnitt reingemacht. Da sitzt das Wastegate vom Turbolader, da gehen die Abgase, wenn das Wastegate offen wäre, dran vorbei. Und am Ende nochmal einmal diese Isolierung. Genau. Das ist ein 76er Rohr drunter? Ja. Das heißt, gegenüber vorher muss da eigentlich schon ganz gut was passieren, ne? Genau, 76 Eingang in Cut auf 70 raus. Und sag mal was zu der Isolierung hier. Ja, also bist du schon in so ein paar Videos, glaube ich, auch schon drauf eingegangen, ne? Wie viel das hier ausmacht, könnte man ja wirklich mal messen. Dann könntest du ja zum Beispiel hier vorne am Eingang irgendwo, sag ich mal... Ich habe ein Infrarotthermometer mit. Mhm. Problem ist, ich weiß, auf spiegelnden Flächen ist das mit Messen immer ein bisschen schwieriger. Wir gucken einfach mal. Können wir mal gucken. Ne? Also hier vorne könnte man vielleicht, sag ich mal, einmal die Temperatur aufnehmen. Wenn es hier vielleicht irgendwo unten geht, wäre es vielleicht schon interessant. Ja, ja. Obwohl hier natürlich das Hitzenest dann irgendwo ist. Ob das dann wieder vergleichbar ist, ist die Frage. Hier haben wir jetzt einen 200-Zeller drin. Mhm. Und jetzt die große Frage, hast du hierfür eine Leere gebaut, dass alle Arbeiterjungs theoretisch sowas auch haben können? Genau. Okay, cool. Das ist jetzt erstmal für den kleinen IHI-Turbolader. Richtig. Wird sich aber wahrscheinlich dann auch für den Garrett, gibt es auch noch einen Garrett-Turbolader, das ist der von den größeren Modellen. Das ist allerdings, glaube ich, ein anderer Flansch. Ja, ist ein anderer Flansch. Ne? Genau. Also für mich sieht die aber jetzt eher so aus, als wenn das hier, als wenn hier auch so 400-500 PS eigentlich durch könnten, wahrscheinlich in 76. Wahrscheinlich schon. Was sagt dein Bauchgefühl? Wie stark ist das Ding schon eine, ich sag jetzt mal, Restriktierung gewesen? Tja, eigentlich ist entscheidend jetzt die Ladergröße. Ne? Mhm. Der Lader ist jetzt schon relativ klein.
Bei diversen Autos ist es wirklich so, dass so ein Bauteil mal schnell 15, 20 PS bringt. Mhm. Ich denke, wenn das hier effektiv 5 bis 10 PS bringt, mhm, dann ist das schon richtig gut. Mhm. Weil der Teil schon relativ groß ja gestaltet ist, ne? Ja. Mhm. Okay. Ja. Thermoisolierung heißt, hier ist eine Dämmwolle drunter. Genau. Und zusätzlich das Ganze mit dieser Folie eingepackt und ist, wie ich sag jetzt mal, das schöne Hitzeschutzpanzer ungefähr in 9 Modellen. So kann man das sagen, ja. Mhm. Genau. Bloß halt mit noch besserer Dämmwirkung. Ja, ja, ja. Und es sieht natürlich dazu auch einfach geil aus. Geil aus. Ja. Gleich noch ein zweites Gewinde für meine Lambda-Anzeige im Innenraum. Genau. Und wollen wir die gleich anschließen, oder wollen wir sie erstmal verschließen? Ja, erstmal machen wir einen Stopfen rein. Okay. Stopfen rein, fertig. Ich bin einfach nur gespannt, wie sich das anhört. Ja, alles klar. Ja, dann. Okay, das heißt, achso, wie ist das theoretisch? Jetzt gerade ist das natürlich noch ein allererster Prototyp. Mhm. Wird es wahrscheinlich mit Isolierung ohne geben? Mhm. Für diejenigen, die halt wollen mit Isolierung, und wahrscheinlich für die, die nicht wollen, können sie auch typisch Band rumwickeln, wie auch immer. Ja, man muss jetzt, wir überlegen jetzt wirklich da TÜV drauf zu machen, dann kann es schon sein, dass wir das nur mit Thermoisolierung machen können, weil du musst den Cut schnell auf Temperatur kriegen. Ah, okay, verstehe, das hat richtig eine Funktion. Dann hat das auch eine Funktion, genau, weil dann bündelst du quasi die Wärme, kriegst den Cut schnell warm, der kommt schneller auf Temperatur und arbeitet halt schneller. Okay, das heißt, die Wärme bleibt wirklich hier drin, genau, und heizt den Cut auf und geht nicht nach draußen. Ne? Genau. Das muss man dann halt wirklich effektiv testen. Ja, ja. Genau. Okay, ich würde sagen, wir hängen sie mal rein und gucken mal, wie das im Auto so aussieht. Alles klar. So, jetzt kann ich euch auf jeden Fall einmal nochmal zeigen, diese Drehmomentstütze, wo wir schon mal früher drüber gesprochen haben. Die konnten wir jetzt auch endlich montieren. Das ging vorher nicht, weil hier der Auspuff lang läuft. Und da hätten wir ganze Downpipe und so weiter für abnehmen müssen. Deswegen haben wir sie jetzt schnell reingesteckt. Genauso gibt es noch ein kleines Upgrade aus Italien. Ist echt krass, was es für dieses Auto immer gibt. Prometeo. Die bauen tatsächlich so Upgrade-Wannen für das Ding. Der hat nämlich original nur 2,5 oder 2,7 Liter Öl. Mhm. Also fast gar nichts. Und dann gibt es nämlich diese schöne Upgrade-Wanne hier, die nach vorne hin länger ist, wo dann dementsprechend mehr Öl rein kann. Wie viel macht die dann? 4,5 Liter. 4,5, 4,7 Liter. Also okay, 2 ganze Liter mehr Öl plus die ganzen Schottbände hier drin. Mhm. Dass durch die Fliehkräfte, wenn ich jetzt auf der Rennstrecke um Kurven baller, das Öl halt dementsprechend links oder rechts immer passend an dem Schnorchel bleiben kann. Aus was für Material ist das? Das ist Aluguss. Okay. Aluguss. Die machen wir jetzt nicht runter, das mache ich dann, wenn wir das Getriebe jetzt demnächst für die Sperre und so noch tauschen. Mhm. Dann muss das ja eh alles nochmal hier so ein bisschen weg. Und ich sag mal, die beiden Schrauben für den Auspuff, da wird es am Ende nicht dran scheitern. Da bleibt die orange oder wird die, bleibt die rot oder wird die orange? Ja, genau das gleiche hatte ich beim Auspacken auch. Aber hier drunter sieht man es wirklich 0,0. So, sonst hätte ich sie schon lange schwarz oder orange gemacht. Jetzt machen wir so erstmal drunter und dann irgendwann mit dem großen Motor wird sie dann nochmal gepulvert. So, aber nee, echt krass, was es so an Zeugs für gibt, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, hier Aussparung zum Auspuff, sieht aber aus wie original, ne? Ja. Da ändert sich nichts dran. Das ist genau die gleiche Aussparung. Krass, haben sie es wirklich nur nach vorne ausgeholt. Hast du das geklebt schon? Nee. Wir haben witzigerweise genau das gleiche Hitzeschutzzeug. Okay. Hier können wir gleich noch Öltemperatur anschließen. Und dann mal gucken. Sehr schön. Ja, so, okay, Auspuff dran und dann reißen wir das Ding mal an. Achso, ja, passt natürlich wie angegossen hier, so kann man so seitlich mal so ein bisschen reinfilmen. Ich denke mal, das ist auch gut mit der Isolierung, weil das ist so nach vorne hin zum Lüfter und nee, ohne Lampe bitte. Ist schon gut, wenn du von hier so nochmal einmal. Ist schon gut eng vorne, so zum Lüfter und so weiter. Hm. Yes, so, okay. Auspuff drunter anreißen. Gut. So, Benni, wie ist das überhaupt für dich hier so, jeden Tag die Auspuffanlagen anzureißen? Macht nach wie vor Spaß. Weil es ist eigentlich immer so ein heiliger Moment, so ich find's geil, wenn man so einen Auspuff gebaut hat. Klar. Es kann halt voll in die Hose gehen und die letzten Stunden waren einfach für den Arsch, ne? Richtig. Oder es ist halt einfach geil, ne? Ja. So. Schon so ein bisschen dumpfer geworden, ne? So ein bisschen
kannst du besser beurteilen. Ist jetzt nicht exorbitant laut, so, aber das ist halt das Krasse mit der Isolierung. Guck mal, der läuft jetzt ja schon eine halbe Minute, ne? Und du kannst halt immer noch mit der Hand ohne Probleme anfassen, ne? Ja, krass. Das ist echt. Das ist gar kein Eisenheizer, ne? Ja. Wenn du hier, guck mal, hier kannst du den Leiter anfassen. Deswegen, wir lassen auch erstmal jeglichen Hitzeschutz hier oben drauf weg, weil es mich einfach selber interessiert, wie heiß das Ding ist. Mhm. So, okay, jetzt machen wir Folgendes als kleinen Abschluss. Da, wenn ihr so einen schönen Pusher nebenan habt, würde ich sagen, spannen wir das Ding einmal schnell auf und machen einfach mal eine Messung. Können wir machen. Und gucken, was das Ding jetzt gerade so drückt. Alles klar. Mit Zubehör fahren? Ja. Gut, okay. So, bevor es jetzt auf den Prüfstand geht, wollte ich noch kurz was ankündigen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir so ein bisschen bis Weihnachten was zurückgeben wollen. Und wir ziehen das jetzt bis Weihnachten durch. Und in jedem Video, der Kommentar mit den meisten Likes drauf, kann etwas gewinnen. Mhm. So, das sind ganz schön viele Videos bis Weihnachten. Egal, wir haben auch jede Menge Preise, die wir wirklich in dem Moment, ich will nicht sagen verlosen, sondern es ist halt wirklich auch kein Gewinnspiel, sondern... Seid kreativ, mal gucken, was ihr in die Kommentare so reinschreibt. Der Kommentar, der nach Veröffentlichung des Videos eine Woche danach am meisten Likes hat, der hat gewonnen. Den pinne ich dann ganz oben an und derjenige kriegt immer einen Sachpreis, den wir im Video bekannt geben. Das heißt, da wird es verschiedenste Sachen geben. Essen, Motorshow-Tickets, Pflegepakete von uns, von H&R, ein paar Federn. Und in diesem Video hat Benny sich bereit erklärt, dass du eine Stage 1 Software-Optimierung raushaust. Mhm. Extrem cool, weil wir wollen ja eh, haben wir ja schon öfter gesagt, mit diesen Videos bezwecken, dass wir so diese Tuning-Szene wieder dahin bringen, wo sie früher mal war. Mhm. Und da ist es natürlich für uns perfekt, dass wir auch so ein paar Tuning-Sachen raushauen. Ja. Und somit extrem coole Nummer. Mach ich gerne. Mit Vorhermessung, mit Nachhermessung. Nur wenn die Leute sich das trauen, natürlich volles Programm. Auf jeden Fall, wie gesagt, seid kreativ, ballert alles in die Kommentare, was ihr wollt. Derjenige, der die meisten Likes hat, kriegt von Benny in diesem Fall eine Stage 1. Ja. Ich pinne den Kommentar oben an, sobald es soweit ist. Also nach einer Woche? Genau, in einer Woche. Und ich bin gespannt, wie das so eskaliert in den nächsten Videos. Weil so ein paar coole Preise haben wir uns schon überlegt, ne? Ja, also ich kommentiere wahrscheinlich selber. Also, was auf jeden Fall witzig wird, ich weiß ganz genau, spätestens im zweiten Video haben wir es wieder vergessen. So, das in dem Moment immer so einen Preis zu geben, aber in dem Fall, weil wir eh bei Benny sind, gibt es mal eine Stage 1, ne? Ja. Und lasst die Kommentare fliegen und jetzt geht's auf den Prüfstand. Klingt auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht, ne? Ja, das ist gut. Also man hört halt krass, wie das Ding untenrum sofort losgeht, ne? Ja. Und dann halt sehr aber auch früh. Recht schnell, dass dann eher so ein CS rausdrehen wird, ne? Was für ein Baujahr ist das? Ja, 2.8. Ja, ja. Das wäre gar nicht so schlecht. So. 178 PS, 272 Newtonmeter. Aber eigentlich ganz schöne Kurve, so. Ja. Vor allen Dingen hinten raus. Für den kleinen Lader, dass das auch noch so lange hält. Dass das hält, ne? Eigentlich echt gut. Gar nicht so schlecht. Ja. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, dass wir mit 178 PS unterwegs waren. Dann kommt das wahrscheinlich auch hin, so wie du vorher gesagt hattest. Wir hatten mit Ensorik irgendwann mal 165 oder so gemessen. Ne? Mhm. Jetzt mit Ansaugung, Downpipe noch mal ein paar PS gekommen. Mhm. Ich würde sagen, wir haben wieder jede Menge Stuff fürs Video zusammen. Wir gucken jetzt mal, was wir hier noch so rauszaubern können. Benny hat sich nämlich bereit erklärt, hier nochmal einen neuen Datenstand rauf zu flashen. Sascha, TuneTech hat nämlich was rübergeschickt. Mhm. Das gucken wir uns mal an und gucken mal, was wir noch so rausholen können. Mhm. Und das teilen wir euch dann im nächsten Video mit. Alles klar. Würde ich mal so vorschlagen. Ja, denkt an die Kommentare, ballert irgendwas rein und wir sehen uns auf dem Bilsterberg.